Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Es ist ja wunderbar, wie wir in der Osterzeit, besonders in den letzten Wochen, in den Evangelium der Heiligen Messe immer wieder von deiner Liebe, Herr, hören und der Antwort, die wir dir geben möchten. Dich nämlich genauso zu lieben, wie du mich liebst. So können wir die Bitte am sechsten Sonntag der Osterzeit im Tagesgebet begreifen, wo wir den Herrn bitten, dass uns diese Osterzeit prägen möge und verwandeln soll. Ja, in jemanden verwandeln soll, der dich, Herr, bedingungslos liebt. Das heißt, deiner Liebe ganz zu entsprechen versucht. Wenn wir auf das heutige Evangelium blicken, dann steht das Gespräch zwischen dem Herrn und Petrus im Mittelpunkt. Dreimal fragt ihn Jesus, ob Petrus ihn liebt. Wir haben gehört, wie schwierig auch für Petrus die Worte der eucharistischen Rede zu verstehen waren, und Petrus antwortet auf die Frage, ob auch sie weggehen wollen. Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nachdem nun Jesus sich dreimal den Jüngern nach seiner Auferstehung offenbart hatte und mit ihnen gegessen hatte, kam es zu dieser persönlichen Begegnung zwischen dir, Herr, und dem Apostel Petrus, wo das Petrusamt bestätigt wurde. Du stellst ihm dreimal die Frage, ob er dich wirklich liebt. Wohl an einem Frühlingsmorgen wird ihm diese Sendung vom auferstandenen Jesus anvertraut. Die Begegnung trägt sich am Ufer des Sees von Tiberias zu. Es ist der Evangelist Johannes, der uns das Gespräch überliefert, das bei dieser Gelegenheit zwischen Jesus und Petrus stattfindet. Jesus fragt Petrus beim ersten Mal: Simon, liebst du mich? Er benutzt dabei ein Wort, das eine allumfassende und bedingungslose Liebe bedeutet. Von der Erfahrung des Vertrauens hätte der Apostel sicherlich gesagt: Ich liebe dich bedingungslos. Jetzt aber, da er die bittere Traurigkeit der Untreue, das Drama der eigenen Schwäche kennengelernt hatte, sagte er voll Demut: Herr, ich habe dich lieb. Das heißt, ich liebe dich mit meiner armseligen menschlichen Liebe. Christus fragt noch einmal: Simon, liebst du mich mit dieser allumfassenden Liebe, die ich will? Und Petrus antwortet wiederholt mit seiner demütigen menschlichen Liebe: Herr, ich habe dich lieb, so wie ich lieb zu haben vermag. Beim dritten Mal sagt Jesus zu Simon nur: Hast du mich lieb? Simon versteht, dass Jesus seiner armselige Liebe genügt, die einzige, zu der er fähig ist. Und trotzdem ist er traurig darüber, dass der Herr so zu ihm sprechen musste. Deshalb antwortet er ihm: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Man möchte fast sagen, dass Jesus sich eher an Petrus angepasst hat, als Petrus an ihn. Gerade dieses göttliche Anpassen schenkt dem Jünger, der das Leid der Untreue kennengelernt hat, Hoffnung. Daraus erwächst das Vertrauen, das ihn zur Nachfolge bis zum Ende fähig macht. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Auf diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach. Hier gibt Petrus mit seinen Worten dem Glaubensbekenntnis der Kirche seinen Anfang, so sagt es einmal Papst Benedikt, und wird zum Sprachrohr auch der anderen Apostel und von uns Gläubigen aller Zeiten. Das will nicht heißen, dass er das Geheimnis Christi schon in seiner ganzen Tiefe verstanden hätte. Sein Glaube war noch ein Glaube, der in den Anfängen stand.
ein Glaube auf dem Weg? Zur wahren Fülle sollte er erst durch die Erfahrung des Ostergeschehens gelangen. Aber trotzdem war es schon Glaube. Ein für die größere Wirklichkeit offener Glaube. Offen vor allem deshalb, weil er kein Glaube an etwas, sondern Glaube an jemanden war. An dich, Herr, an Jesus Christus. So ist auch unser Glaube immer ein Glaube, der in den Anfängen steht. Und wir müssen noch einen langen Weg zurücklegen. Aber es ist wesentlich, dass es ein offener Glaube ist und dass wir uns von dir, Herr, immer führen lassen. Weil du den Weg ja nicht nur kennst, sondern der Weg selber bist. Seine ungestüme Großherzigkeit in dieser Szene bewahrt Petrus freilich nicht vor den Gefahren, die mit der menschlichen Schwäche verbunden sind. Das können wir ja so deutlich auf der Grundlage unseres eigenen Lebens bestätigen. Petrus ist Jesus mit Eifer gefolgt. Er hat die Glaubensprüfung bestanden, indem er sich ihm ganz hingab. Trotzdem kommt der Augenblick, in dem er der Angst nachgibt und fällt. Er verrät den Meister. So erkennen wir, dass die Schule des Glaubens kein Triumphmarsch ist, sondern ein Weg, der mit Leiden und Liebe bedeckt ist, mit Prüfungen und einer Treue, die jeden Tag erneuert werden muss. Petrus, der vollkommene Treue versprochen hatte, kennt die Bitternis und die Demütigung der Verleugnung. Wir können sagen, dass der Übermütige auf eigene Kosten die Demut erlernt. Auch Petrus muss lernen, genauso wie wir schwach zu sein und der Vergebung zu bedürfen. Als ihm endlich die Maske abfällt und er die Wahrheit seines schwachen Herzens, das das Herz eines gläubigen Sünders ist, begreift, bricht er in befreiende Tränen der Reue aus. Nach diesen Tränen ist er bereit für seine Sendung. Von jenem Tag an folgte Petrus dem Meister mit dem klaren Bewusstsein der eigenen Schwäche. Aber dieses Bewusstsein hat ihn nicht entmutigt, wie es leider ja oft bei uns passiert. Petrus wusste nämlich, dass er auf die Gegenwart des Auferstandenen an seiner Seite zählen konnte. Von der naiven Begeisterung der anfänglichen Zustimmung über die schmerzhafte Erfahrung der Verleugnung und die Tränen der Bekehrung ist Petrus dahin gelangt, sich jenem Jesus anzuvertrauen, der sich seiner armseligen Liebesfähigkeit angepasst hat. Und so zeigt er auch uns den Weg, ungeachtet all unserer Schwäche. Wir wissen, dass du, Herr, sich unserer Schwäche anpasst. Wir folgen dir mit unserem armseligen Liebesfähigkeit und wissen, dass du, Herr, immer so gut bist und uns annimmst. Es war für Petrus ein langer Weg, der ihn zu einem zuverlässigen Zeugen gemacht hat, zum Felsen der Kirche, weil er ständig für das Wirken des Geistes Jesu offen war. Petrus selbst wird sich als Zeuge der Leiden Christi bezeichnen im ersten Petrusbrief, der auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Wenn er diese Worte schreiben wird, wird er schon alt sein und auf das Ende seines Lebens zugehen, das er mit dem Martyrium beschließen wird. Dann wird er in der Lage sein, die wahre Freude zu beschreiben und zu zeigen, wo man sie erschöpfen kann. Die Quelle ist Christus, den wir mit unserem schwachen und aufrichtigen Glauben lieben und an den wir glauben, trotz unserer Schwäche. Deshalb wird er an die Christen seiner Gemeinde schreiben und sagt auch uns, ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. So heißt es im ersten Petrusbrief. Bitten wir die Gottesmutter um diesen festen Glauben, der sich
in der täglichen Liebe zu dir herzeigt. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen, Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.